Wir haben ja gestern Abend mit großer Freude und Zufriedenheit das Wahlergebnis gesehen. Die Linke in Hamburg ist mit einem sehr soliden Ergebnis wieder in die Bürgerschaft eingezogen. Wir haben uns darüber natürlich sehr gefreut und wir haben heute gerade in der Sitzung des Parteivorstandes sowohl vor allen Dingen natürlich der Spitzenkandidatin Dora Hayen, die ja hier sitzt, und ihrem Team gedankt, als natürlich auch allen Mitgliedern der Linken in Hamburg, die in kürzester Zeit mit großem Einsatz auch diese Wahlen vorbereitet haben. Wir haben ja von verschiedenen Orten aus sehr intensiv uns auch mit dem Hamburger Wahlverfahren beschäftigt, 20 Stimmen abzugeben in einem Wahlheft. Das ist natürlich auch etwas, was eine große Herausforderung ist und was auch den Willen von den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt, sich wirklich an dieser Wahl zu beteiligen. Wir haben gesehen, dass es sehr gut möglich war, in der Hansestadt Hamburg, die ja sozial sehr aufgespalten ist, mit unseren sozialen Themen Erfolge zu erreichen. Wir haben ganz klare Botschaften auf unseren Plakaten, bei den Veranstaltungen und vor allen Dingen auch im aufsuchenden Wahlkampf den Menschen nahegebracht. Soziale Gerechtigkeit, Hartz IV, ein ganz besonders wichtiges Thema für Hamburg, war auch auf vielen Plakaten zu lesen. 150 neue Steuerprüfer, denn die Hamburger Stadt, die ist ja die Stadt der Millionäre und vieles wäre durch Steuerprüfung mehr in den Kassen der Stadt Hamburg. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass jetzt auch in der Situation der absoluten Mehrheit der SPD es eine starke linke Opposition gibt. Das wird die linke Fraktion, wie sie es auch in den vergangenen Jahren getan hat, beweisen, mit welcher Qualität sie diese Oppositionsarbeit auch wie in den vergangenen Jahren umsetzen wird. Für uns als Partei ist das natürlich ein gelungener Auftakt für das Wahljahr 2011 und wir haben ja in wenigen Wochen wieder Wahlen und die Wahlkämpfer sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben dieses Wahlergebnis mit großer Freude aufgenommen, natürlich auch die in Hessen, und verspüren einen Rückenwind, der ihnen auch Schwung gibt für den Wahlkampf. Als Parteivorstand haben wir uns vorgenommen, gemeinsam diesen Rückenwind und diesen Schwung zu nutzen, um bei den nächsten Wahlen auch erfolgreich zu sein. Wir sind ja mit der Situation konfrontiert, dass wir in allen Bundesländern ganz unterschiedliche Konstellationen haben. Die Hamburger sind mit einer klaren Oppositionsbotschaft in die Wahl gegangen, in Sachsen-Anhalt, das wissen Sie, wollen wir den ersten Ministerpräsidenten stellen und in Baden-Württemberg werden wir, so wie alles aussieht, das Zünglein an der Waage sein. Alles, was wir immer erleben, wenn die SPD alleine regiert, ist, dass sie sehr schnell vom Weg abkommt. Sie blinken in der Regel nach links vor der Wahl und nach den Wahlen biegen sie nach rechts weg. Und um das zu verhindern, braucht man eine starke Bürgerschaftsfraktion. Das war offensichtlich die Einschätzung der Hamburger Wählerinnen und Wähler. Deshalb haben sie uns trotz einer starken SPD in die Bürgerschaft gewählt und das mit einem guten Ergebnis, das uns bundesweit natürlich aus unserer Sicht nützt, was die nächsten Wahlen angeht. Zweite Bemerkung. Wir mussten uns durchsetzen gegen einen Trend, der in der öffentlichen Meinung eher gegen uns war. Es war nun nicht so, dass wir mit einem großen Rückenwind der Medien oder auch mit vernünftigen Positionen anderer Parteien rechnen konnten, sondern wir mussten diesen Einzug in die Bürgerschaft alleine bewerkstelligen gegen die Positionen vieler anderer. Und es haben sich damit die Umfragen und das, was uns im Übrigen fast vor jeder Wahl vorausgesagt wird, nicht bestätigt. Das freut uns natürlich bundesweit ganz besonders. Und drittens, wir hatten mit Dora Hayen, eine Spitzenkandidatin in Hamburg, die mit ihrem Background, mit ihrem Auftreten und auch mit dem, dass sie sehr, sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern war und genau unsere Themen verkörpert hat, die uns immer voranbringen, unsere Kernthemen sind natürlich die soziale Gerechtigkeit. Und genau das hat sich bewährt und hat sich ausgezahlt. Und deshalb haben wir ein Ergebnis erreicht, das uns viele nicht gegönnt haben, aber uns natürlich ganz besonders freut.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Besondere an dem Hamburger Wahlergebnis ist, dass alle Parteien ein unerwartetes Ergebnis bekommen haben. Alle. Und das Besondere für uns ist, dass wir, obwohl die SPD so stark zugenommen hat um 14%, haben wir unsere 6,4% von vor 3 Jahren halten können. Das war nicht einfach, das war ein kurzer Wahlkampf, es war ein harter Wahlkampf und es war auch ein sehr kalter Wahlkampf. Und zu Beginn sah das so aus, als würden wir große Schwierigkeiten haben, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen. Unsere Partei war sehr stark mobilisiert. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht. Wir haben aufsuchenden Wahlkampf gemacht. Wir waren präsent in der Stadt und wir hatten natürlich Alleinstellungsmerkmale. Wir waren die einzige Partei, die mit politischen Botschaften plakatiert hat. Und wir waren die einzige Partei, die ganz klar gesagt hat, wir wollen aufrechten Hauptes in die Opposition. Weil wir glauben, gerade wenn es eine rote Alleinregierung gibt oder ein Rot-Grün, dann kann man sie nicht alleine lassen, dann braucht es eine ganz starke Opposition, weil wir haben ja erlebt, was Rot-Grün oder auch Rot alleine alles macht, nämlich Agenda 2010, Hartz IV. In Hamburg sind sie angefangen und haben die Privatisierung von HEW und HNGAS durchgeführt und das haben wir problematisiert. Wir haben auch klar darauf hingewiesen, dass der Spitzenkandidat der SPD der Architekt der Agenda 2010 ist. Das ist in Hamburg spürbar vor Ort. Wir haben 345.000 Transferempfänger. Das ist für Hamburg sehr, sehr viel. Wir haben eine steigende Zahl von Aufstockern, inzwischen 37.000. Und jedes vierte Kind in Hamburg lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und wir haben ganz deutlich gesagt, Kinderarmut, das ist auch Elternarmut. Und wir wissen, woher die kommen. Nämlich von der Agenda 2010. Hartz IV ist Armut per Gesetz. Das ist bei den Hamburgern auch so angekommen. Und viele erleben das hautnah. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir glauben nicht, dass die SPD in irgendeiner Form das tut, was sie aus unserem Programm abgeschrieben hat, nämlich dass sie sich auch für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und da gibt es eine ganze Menge Indizien. In dem Wahlprogramm wurde ausschließlich von Sparen gesprochen. Und wir sind der festen Überzeugung auf Bundesebene und auch auf Landesebene, dass wenn wir in dieser Republik erreichen wollen, dass die Daseinsvorsorge des Staates gewährleistet ist, dann muss die Einnahmeseite betrachtet werden und es müssen die Steuereinnahmen so gestaltet werden, dass wir Steuergerechtigkeit haben und dass alle Bürger in diesem Land, die entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten, sich gleichmäßig an dem allgemeinen Wohl beteiligen müssen. Wir haben darüber hinaus auch gefordert, dass wir in Hamburg, das ist ja nun mal das Paradies der Millionäre, wenn eine CD droht, dann werden sofort Selbstanzeigen gemacht. Wir haben im letzten Jahr 86 Millionen Euro Mehreinnahmen im Steuerbereich gehabt durch Selbstanzeigen, obwohl, wie sich hinterher herausstellte, nur 3 Hamburger auf der CD waren. Aber es reicht schon, wenn eine CD angekündigt wird. Da wollen wir auch einsetzen. Das sehen wir alles nicht bei der SPD. Die SPD kam nur mit Kürzen, will im öffentlichen Dienst kürzen, wobei zum Beispiel im Justizbereich, im Bereich der Wirtschaftskriminalität, wird jeder zweite Fall nicht zu Ende behandelt, weil es zu wenig Personal gibt. Wir sehen als Linke in Hamburg nirgendwo das Potenzial, im öffentlichen Dienst zu kürzen. Also es war ganz klar, das, was Olaf Scholz vorschlägt und wo er seine Wirtschaftskompetenz mit begründet, ist neoliberale Politik. Deswegen haben sich die Programme von FDP und SPD auch so sehr geeinigt. Und deswegen kam Herr Foscherer auch auf die tolle Idee, doch eine sozialliberale Koalition zu machen. Nun hat die SPD die absolute Mehrheit. Und wir werden natürlich ganz klar einfordern, dass das, was noch übrig geblieben ist im Programm, nämlich, dass die Studiengebühren abgeschafft werden sollen, dass die auch wirklich abgeschafft werden und nicht erst auf den letzten Metern der nächsten Periode. Und dass das, was er versprochen hat, den Eltern von Kindern, die in den Kindergarten gehen, dass die Gebühren gesenkt werden, dass die nicht erst irgendwann gesenkt werden, sondern dass sie zügig gesenkt werden. Und wir werden die SPD auch daran erinnern, dass sie in der Opposition mit uns gemeinsam mehrere Anträge gestellt haben, um über eine Bundesratsinitiative die Vermögensteuer einzuführen. So, und das haben wir deutlich gemacht und wir haben deutlich gemacht, dass es eine Opposition braucht und dass die Aufgabe der Opposition ist, eine Regierung zu kontrollieren und Transparenz ins Parlament zu bringen und dass es nicht so ist, wie das die GAL und die CDU sieht, dass die Opposition ein Strafkommando ist und dass man da
irgendwie an der Regierung gehindert wird, sondern das ist ein verfassungsmäßiger Auftrag und das machen wir aufrechten Hauptes. Und wir haben aber auch immer deutlich gemacht, dass wir in Hamburg das nicht grundsätzlich so sehen, dass wir in die Opposition gehen, sondern dass wir in dieser Situation überhaupt gar keine inhaltlichen Möglichkeiten sehen, überhaupt an Regierungsbeteiligung zu denken. Das gilt nicht für alle Zeit, das kann sich in 4 Jahren wieder ändern. Wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt. Auf jeden Fall sind wir frohen Mutes und freuen uns, dass wir das, was wir erreicht haben, wir wollten unbedingt wieder in die Bürgerschaft reinkommen. Die Hamburger Geschichte zeigt in den letzten Jahrzehnten, dass neue Parteien, die das erste Mal ins Parlament kommen, ein zweites Mal nicht reinkommen. Das haben wir mehrere Male erlebt. Die FDP hat das leidvoll mehrfach ertragen. Und deshalb war es für uns ganz wichtig, ein zweites Mal wieder reinzukommen. Das haben wir geschafft. Wir wären auch mit 5% zufrieden gewesen. Wir haben das gleiche Ergebnis wie 2008. Das freut uns sehr. Und insofern, glauben wir, haben wir unsere Stammwählerschaft gehalten und haben noch neue Wähler hinzugewonnen. Ja, soweit. Der gesamten Parteiorganisation war klar, als die Neuwahlen angesetzt wurden, es geht jetzt um den ersten echten Wiedereinzug im Westen nach 3 Jahren Oppositionstätigkeit, also dass eine linke Fraktion dasteht und die Bürgerinnen und Bürger auffordert, ihre Arbeit der vergangenen 2,5 oder 3 Jahre zu beurteilen. Und dieses Urteil ist positiv ausgefallen. Das freut uns ganz besonders. Uns war allen klar, dass das die Basis ist, auf der wir aufbauen können. Und entsprechend haben wir auch unsere Wahlkampfaktivitäten aufgebaut. Die Lage war sehr schwierig. Die Wechselstimmung war überwältigend. Und im Schatten dieser Grundstimmung uns zu behaupten, war unsere Hauptaufgabe. Und wir sind stolz darauf, dass wir das auch bekommen haben, dass wir das Ergebnis von 2008 sozusagen eingestellt haben, wie man im Fußball sagt. Das war ja auch nicht unbedingt zu erwarten. Und dass die Aktivität in den Parteigliederungen ganz enorm war. Wir hatten da gewisse Befürchtungen. Wir sind ja eine Partei, die innerhalb kurzer Zeit sich verdoppelt hat. Wir sind jetzt bei 1.500 oder 1.600 Mitgliedern von 700. Im Jahre 2008 und ich muss sagen, dass das wirklich einen Ruck gegeben hat und in vielen Gliederungen die Parteimitglieder auf die Straße gegangen sind und aktiv daran mitgewirkt haben. Ein Wermutstropfen ist natürlich die wieder gesunkene Wahlbeteiligung um fast 7%. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es nicht so ist, wie man wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche in der Zeitung lesen kann, dass das am angeblich so komplizierten Wahlrecht gelegen hat. Das gab natürlich Neuerungen, aber die können das nicht erklären. In Hamburg liegt es daran, und das ist keine Besonderheit gegenüber anderen Teilen der Bundesrepublik, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind, eine tiefe Unzufriedenheit haben mit einer Politik, die gegen ihre Interessen gerichtet ist und in der sie sich nicht wiederfinden. Die Leuchtturmprojekte hinklotzen, aber bei den Ärmsten der Armen sparen, besser gesagt kürzen. Und die Konsequenz ist die Wahlenthaltung. Ich habe beim aufsuchenden Wahlkampf mehrfach gehört, als ich fragte, das war so ein Standardsatz, Sie haben doch sicherlich schon Ihre Unterlagen. Ich wusste, dass die schon per Post gekommen waren und die Antwort war, die habe ich schon weggeschmissen. Das waren so die kleinen bitteren Momente, aber ansonsten ist bei dieser Konstellation Wiedereinzug 6,4%. Wir bleiben aller Voraussicht nach mit 8 Abgeordneten, so wie vorher schon in der hamburgischen Bürgerschaft, vertreten. Das ist ein großartiges Ergebnis und daran haben viele, viele mitgewirkt.